Hallo! Glaubt nicht denjenigen, die behaupten, dass die Welt immer herzloser und grausamer werden würde, denn wir haben viele Beweise dafür, dass hier auf Erden täglich hunderte gute Taten stattfinden. Unser heutiger Beitrag handelt von Menschen, die ihren Nächsten in diversen Situationen selbstlos helfen. Mehr noch, sogar Tiere zeigen sich oft hilfsbereit. Also worauf warten wir? Lasst uns loslegen! Wir versichern euch, dass ihr mindestens bis morgen früh schmunzeln müssen werdet, wenn euch klar wird, was hier vor sich geht. Macht euch keine Sorgen um diesen Mann, dem jeder Schritt schwerfällt. Gleich kommt ihm ein Ordnungshüter zu Hilfe. Wie ihr seht, kann man ein guter Polizist sein, ohne wie in Filmen irgendwelchen Verbrechern hinterher zu jagen. Keine Ahnung, wie es euch geht, aber wir finden diese chinesischen Grundschüler beneidenswert. Guckt mal, wie man sich um sie kümmert. Als es plötzlich zu regnen begann, stellen sich ihre älteren Kameraden in einer Reihe auf, damit sie auf dem Weg zur Mensa nicht nass wurden. Nett, oder? Egal, was man über Tiere sagt, es ist völlig offensichtlich, dass sie sich auch gegenseitig helfen. Und zwar nicht nur Affen oder Delfine. Guckt mal, wie rührend diese Frösche ihrem Freund helfen. Die Eltern dieser Kinder machen sich keine Sorgen um sie, wenn sie spazieren gehen, denn sie wissen, dass ihre Kleinen sich auf den Knirps, obwohl er selbst noch ein Kind ist, immer verlassen können. Obwohl Feuerwehrmänner ihre emotionalen Regungen normalerweise nicht zeigen, konnten sich diese hier ein Lächeln nicht verkneifen. Sie waren Tag und Nacht damit beschäftigt, in den Trümmern des eingestürzten Hochhauses in Surfside nach Vermissten zu suchen, als dieser Junge auf sie zukam, um sie mit Süßigkeiten und Getränken zu bewirten. Bestimmt fiel ihnen die Arbeit nachher ein wenig leichter. Dieser japanische Verkehrsregler musste seinen Posten verlassen, um der Entenfamilie ein sicheres Geleit über die Straße zu geben. Dieser Kurierdienstfahrer ist nicht nur ein guter, sondern auch ein sehr erfinderischer Mensch. Er konnte nicht zulassen, dass der alten Dame auf dem Weg zu ihrem Auto die Füße nass werden und fand eine geniale Lösung für die Situation. Wie heißt es so schön? Wie groß das Herz eines Menschen ist, erkennt man daran, wie er mit Tieren umgeht. Das Herz eines Mannes, der einen streunenden Hund aus seinen Händen trinken lässt, muss einfach gigantisch sein. Das ist Derlin Yusei. Der Mann lebt im US-Bundesstaat Utah und ist 89. Obwohl er hochbetagt ist, muss er immer noch 40 Stunden die Woche als Pizzalieferant arbeiten, um über die Runden zu kommen. Er ist bei seinen Kunden sehr beliebt, da er immer gut gelaunt und zu Späßen aufgelegt ist. Hello, are you looking for some pizza? Eines Tages beschloss dieses Ehepaar, ein Video von ihm auf TikTok zu teilen. Das erwies sich als tolle Idee, denn der nette alte Herr hat die Herzen der User im Sturm erobert, sodass sie eine Crowdfunding-Aktion für ihn ins Leben riefen, bei der 12.000 US-Dollar zusammenkamen. How do I ever say thank you? I don't know what to say. Jetzt kann Derlin endlich in den verdienten Urlaub fahren. Ganzen Tag in einem Mickey-Maus-Kostüm herumlaufen muss, hat man es ohnehin nicht leicht. Und bei diesem Mann kamen auch noch private Probleme dazu. In solchen Momenten ist es sehr wichtig, Zuneigung zu bekommen. Dass die junge Dame ihm ein Essen spendiert hat, war für sie nur ein Anlass, mit ihm ins Gespräch zu kommen und ihn zu trösten. Gebt zu, dass eure Augen auch feucht geworden sind. Der
Der Mann mit den Beinprothesen weiß wie kein anderer, wie schwer man es als Behinderter hat. Und das macht seine Geste nur noch rührender. Keine Bange, dem Opa wird es gut gehen, da er eine persönliche Superheldin hat. Die junge Dame hätte einfach vorbeilaufen können. Stattdessen eilte sie ihm zu Hilfe und ging nicht weg, bevor die Polizei ankam und sie sich vergewisserte, dass dem älteren Herrn weitergeholfen werden würde. Lasst ein Like da, wenn ihr auch eine kleine Schwester habt und dieser Junge euch an euch selbst erinnert. Habt ihr sie auch mal mit eurer Jacke vor Regen geschützt? Manchmal genügt es nur ein paar Minuten seiner Zeit zu opfern, um jemanden in eine gute Stimmung für den Rest des Tages zu versetzen. Gut gemacht, Kumpel. Wusstet ihr, dass gute Taten ansteckend wirken? Im Ernst, hier ist der Beweis. Sobald man beginnt, etwas Nettes zu tun, bekommt man Nachahmer im positiven Sinne. Das könnt ihr mal selbst überprüfen. Dieser Mann weiß, dass die besten Blumen die sind, die man ohne Anlass geschenkt bekommt. Darum fährt er durch die Straßen St. Petersburg und verteilt Blumensträuße an Passantinnen. Er meint, die aufrichtige Freude der Frauen macht ihn selbst für lange Zeit glücklich. Im Gegenzug bittet der Biker sie nur darum, auch mal für jemanden etwas Gutes zu tun. Was glaubt ihr, könnten seine Aktionen eines Tages einen Kreislauf des Guten auslösen, wodurch das Böse irgendwann endgültig besiegt wird? Diese Bilder lassen einen sofort an der Soldat James Ryan denken. Eines dieser Wiesel war ernsthaft verletzt und hätte es niemals alleine zurück in die Wildnis geschafft, wenn sein Freund nicht dabei gewesen wäre. Wie kann man daran zweifeln, dass Tiere auch Gefühle haben? Frack und Zylinder sind nicht das, was ein Gentleman ausmacht. Ein Gentleman bleibt Gentleman, auch wenn er am Steuer eines Radladers sitzt. Aus irgendeinem Grund halten viele Leute Biker für unfreundliche Menschen, mit denen man sich besser nicht anlegen sollte. Hoffentlich überzeugen euch diese Bilder, dass es nichts weiter als ein Stereotyp ist. Auf den ersten Blick sieht diese Szene nach einem Kraftsportwettkampf aus. In Wirklichkeit sind es Büroarbeiter, die einem Autofahrer aus der Patsche helfen, ohne ihre Hosen und Hemden zu schonen. Holt eure Taschentücher heraus, denn bei diesen Bildern, die zufällig in Brasilien aufgenommen wurden, bleibt kein Auge trocken. Die Reaktion des Bettlers verrät, wie wertvoll für ihn das Geschenk ist. Wie wäre wohl die Welt, wenn es mehr solche Menschen wie diesen Passanten gäbe? Versetzt euch in die Haut dieses armen Schluckers. Ein Teil seiner Ladung, für die er mit seinem Lohn haftete, ist auf die Fahrbahn gekippt und er musste sie wieder einsammeln. Glücklicherweise rief es viele Hilfsbereite auf den Plan, sodass er seine Reise bald wieder fortsetzen konnte. Nicht alle Helden tragen Umhänge. Manche tragen grüne Hemden und teilen ihr Essen mit Elefanten, während sie an der Ampel stehen. Hut ab vor diesem Kerl dafür, dass er Rücksicht auf seine Mitmenschen nimmt und nicht nur an die Erledigung seiner Arbeitspflichten denkt. Viele Hausbesitzer lassen vor ihren Türen was zum Naschen für die Kuriere da und dieser Mann wurde mit so vielen Leckereien überrascht, dass er unbedingt ein Erinnerungsfoto davon haben wollte. Es sei angemerkt, dass er sich, wie es sich für eine kultivierte Person eben gehört, ziemlich bescheiden bedient hat.
Hey Leute, Schluss mit Faulenzen. Es ist Zeit, das Hirn aufzuladen. Willkommen bei Braintime. Unglaubliche Ereignisse der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Wissenswertes über Natur- und Tierwelt. Schockierende Fakten und ungelöste Geheimnisse. All dies und doch vieles mehr erwartet euch auf unserem Kanal. Abonniert uns, ihr werdet es nicht bereuen.